Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mal wieder ein neuer Song von Jazik. Bruder, der Mann, der ist aber auch am raushauen. Geil, mega geil, freut mich extrem. Das ganze Ding heißt Meine Augen und diesmal kriegen wir sogar ein Lyric-Video. Bin ich mal gespannt, was da trotzdem so gezeigt wird oder ob das wieder nur ein paar Bilder sind im Hintergrund, die so ein bisschen. So gefühlt 10 Bilder, die dann wiederholt werden. Oder ob das ein vernünftiges Video ist, sag ich mal, mit der Lyrik. Beides wäre halt geil. Sieht schon sehr geil aus. Wir gehen rein. Let's go. Bro, ich muss halt wirklich sagen, ne, dieses Jay-Z, was da im Hintergrund ist, ne, ich liebe das einfach, wenn er das macht. Aber auch geil, so das so mal zu hören, ne? Das oft ist ja so seine normale Stimme da im Hintergrund so verdammt leise, dass du so genau hinhören musst. Aber hier ist es mega geil. Dass man die so clean oder ne, dass man die in der Zwischenzeit hört. Ich hab dich lang nicht mehr gesehen, aber Baby Puller. Ohne, du gehst mir Kopf und Neck, ich steh jede Position und na. Shorty schießt in dir so lang, in der geht in tonight und na. Beautiful thing, fühl dich wundervoll an. Immer wenn sie ruft, dann pull ich ab. Oh. Junge, das Jazik jetzt auch, also dass er immer dieses Englisch-Deutsche fährt, ne? Ey, geil. Stimme fast weg gewesen. Hammer. Hammer. Oh, Junge, ey, das macht jetzt schon so Bock zu hören, ne? Das ist halt auch die Sache, du hörst den Jazik-Song an und Real Talk, du weißt einfach gefühlt, dass es schon ein Hit ist. So, wie es anfängt und dann fängt er an zu singen und so. Also, richtig anzusingen, den richtigen Song. Boah. Immer wenn sie ruft, dann pull ich ab. Du machst die Tür auf in deinem Birthday Suit. Baby, lass mich rein, nein, ich klopf nicht an. Oh na. Sag mir, liebst du meine Augen, wie ich deine Pretty Lady. Hab nichts mehr mit anderen Frauen. Hab meinen Blick auf dich, mein Baby, Pretty Lady. Ja, wir machen Lauf in der. Oh. Also, kurz gekommen. Also, Alter, wieder dieses Lady raus. Oh. Oh, das ist dieser Jazik, den ich liebe, ne? Dieses Langziehen oder dieses längere Ziehen, dieses richtig melodische Rauskloppen. Mal eben noch einen kleinen Fact reingehauen, der vielen da draußen gut tun wird. Ich erreiche Stellung, kein anderer. Ein Kick, keiner kann so wie du. Gib dir die New York, alles whoop-die-boo. Fashion Lover steht dir besser. Was? Hupti, was? Hupti-boo. Okay, alles klar. Okay. Okay. Der kam so wirklich aus dem Nichts, so. Hupti-boo. Okay. Die New York, alles whoop-die-boo. Fashion Lover steht dir besser als dein Gucci-Boo. Komm aus der Liab, wenn deine Chutti ruft, yeah. Immer wenn sie ruft, dann pull ich ab. Du machst die Tür auf in deinem Birthday Suit. Baby, lass mich rein, nein, ich klopf nicht an. Oh na. Sag mir, liebst du meine Augen, wie ich deine Pretty Lady. Hab nichts mehr mit anderen Frauen. Hab mein Blick auf dich, mein Baby, Pretty Lady. Ja, wir machen Love in einem Maybe. My baby girl, I know that you can't take it. I love you, be my wife, Pretty Lady, yeah. Bro, man muss halt wirklich sagen, ne, was bei Jazik
richtig gut tut, aber was er eigentlich gar nicht braucht, ist so dieser Hintergrund, ne? Dass im Hintergrund, dass er da noch so am Adlibs hinzufügen ist, was natürlich jedes Mal wieder alles runtermacht, was aber bei einem Jazzik eigentlich gefühlt überflüssig ist. Macht natürlich nochmal alles geiler irgendwo, aber gefühlt hörst du da gar nicht drauf. So. Du hörst einfach nur diesen normalen Song und bist so geflasht davon. Muss aber auch wirklich sagen, dieses oh na 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 und dann geht der Beat nochmal steil. Und dann zu sehen, hier in dem Video, wie Jazzik das so mit den Augen auch macht und sowas. Geil. Boah, geil, so mit den mehreren Stimmen. Schon mega. Also, ne, also, das ist auch wieder ein Song. Sag ich ganz ehrlich, so, da ist die Fanbase, da die ja sowieso sehr viel aus Frauen besteht. Verständlich. Da werden mal wieder die Daydreams ein bisschen angefochten. Halleluja. Aber Real Talk, geiles Teil. Wirklich macht extrem Spaß zu hören. Geiler Vibe auch wieder. So, das ist ja sowieso das Geile an Jazzik. Du hast immer so einen geilen Vibe. Entweder zieht er dich so ein bisschen rein in die Gefühle von den Lyrics her, oder du hast, dass er dich halt, ja, dass er so ein warmes, geiles Gefühl. So, es macht einfach Spaß, so sommerlich. So, und das ist ja oft auch, ne, dem Beat verschuldet. Und der Melodie, sage ich mal, im Nachhinein auch, dass es generell der Sound ist, der dann so dieses Club-mäßige, dieses Sommermäßige hat. Aber das Ding, das ist halt perfekt rausgekommen wieder. So, das ist so ein richtig geiler Song für den Sommer. Der ist so, Bro, das Ding, in wenn der Sonnenuntergang ist, boah, schiebt ganz anders. So, Jazzik Tour 2002. Also der Mann, ne, der hat auch ein bisschen was mit seinen 1999er und 2002er und sowas. Aber bin ich auch sehr gespannt. Dezember wird verdammt schwierig für mich dahin zu gehen. Aber man sieht, ne, da wo er auftritt, wie viele Auftritte der hat. Alles verdient. Boah. Deswegen, ne, wenn ihr die Chance habt, dahin zu gehen, geht unbedingt dahin. Ich durfte ja schon mal auf einem seiner Konzerte sein. War mega geil. Man sieht einfach, was dieser Mann einfach drauf hat. Wie viel Spaß der Mann hat an Musik machen. Deswegen, geht da gerne hin. Und ich werde versuchen, auch auf ein Konzert ganz sicher zu gehen. Wenn nicht sogar zwei, aber das hängt wieder mit der Arbeit zusammen. Ja, songtechnisch, ne, wie gesagt, Brecher. Video finde ich auch sehr geil gemacht, weil das so, ne, also das ist nicht so dieses, das ist wirklich dieses Lyric-Video, dass du halt wirklich diese Lyric auch in der Mitte hast und nicht so, wie viele das ja machen, dann hier unten oder sowas. Und dass du halt ein wirklich geiles Video da hast, so, ne, im Hintergrund wirklich ein Video hast und nicht, dass das gefühlt ganze Zeit der gleiche Schmoren ist. Ist schon geil. Auch eine geile Landschaft. Würde mich mal interessieren, wo das war. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Der Mann hat wieder abgerissen. Und, wie gesagt, ist sowieso krass, was der Mann in letzter Zeit, wie viel der rausholt. Gott sei Dank. Gibt ja auch viele Künstler, ne, die in ihrem Hype sind und gerade am Kommen sind, sag ich mal so. Und dann so ein bisschen runterfahren, was Jazzik ja nicht macht, Gott sei Dank. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, was wir da noch zu hören bekommen. Wie gesagt, geht gerne. Also hier ist, wie gesagt, kommt ein bisschen auf. Aber geht gerne auf so ein Konzert von ihm. Mega Show, macht mega Spaß. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bei dem nächsten Video. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.